Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play oder reingeguckt oder angespielt oder wie auch immer. Ein kleiner Hinweis, das Spiel wurde mir kostenfrei wieder zur Verfügung gestellt. Ihr kennt das ja. Wir spielen House Flipper. Ich habe das erst bei Gronkh gesehen, dann bei Lisi gesehen und habe dann mal den Publisher gefragt, ob er so nett wäre, mir auch einen Key zur Verfügung zu stellen. Und er hat es getan. Und ich habe schon ein bisschen reingespielt. Es ist von nicht irgendwie seltsamerweise nicht sehr performant auf meinem PC, obwohl es das eigentlich sein sollte. Aber da müssen wir jetzt durch. Ich habe ein bisschen die Qualitäten alles runtergestellt, aber es sollte klappen. Wir starten natürlich ein neues Spiel, damit wir von ganz vorne anfangen. Ich möchte meine Kinder zu intelligenten Menschen erziehen, deshalb brauche ich Platz für ihre Bücher. Das ist doch mal eine Ansage. Und so weiter. Willkommen! Willkommen bei House Flipper. Dieses Spiel ermöglicht es dir, Häuser zu kaufen, sie zu renovieren, einzurichten und dann wieder zu verkaufen. Bis dato musst du dich mit dieser Bruchbude begnügen, die du dein eigenes Büro nennen darfst. Ferner steht dir ein Laptop zu, deine Steuerzentrale. Eine Steuerzentrale, okay. Was für ein Chaos, ich muss hier aufräumen. Okay, wir räumen hier erstmal auf. Linke Maustaste drücken, um wegzuwerfen. Den ganzen Müll, keine Ahnung, wo wir ihn hin tun. Wahrscheinlich essen wir ihn auf. So, dann haben wir auf jeden Fall Zeit, zum Laptop zu gehen und die Mails zu prüfen. Machen wir die Tür auf. Wunderschön, sieht fast aus wie bei mir zu Hause, nur noch ein bisschen ordentlicher. Also hier, jetzt nicht bei mir zu Hause, sondern hier. So, erstmal den ganzen Müll weg. Das ist kein Müll. Okay, wir machen die Tür zu hier. Wir haben keine Heizung, wir haben ein Bett mit zwei Kissen, aber eine Kettensäge im Schlafzimmer, das ist sehr, sehr wichtig. Was ist hier? Ah, mein Badezimmer, wunderschön. Wunderschön, ist gut, dass der Spiegel kaputt ist, dann muss ich mich wenigstens nicht sehen. Das sollte zu Hause auch mal bedenken. Ich habe ja mal, wer sich erinnert, auf Twitter habe ich das vor einem halben Jahr oder so getwittert, da habe ich nachts mit meinem Kopf eine Tür meines Spiegelschranks zerstört. Vielleicht sollte ich das mit den anderen Türen auch noch machen. Okay, dann erstmal die Zeitung weg hier. Alle Müll, komm weg, die Scheiße. Dein Laptop. Mit dem Laptop kannst du Aufträge annehmen, Häuser kaufen und zwischen ihnen switchen. Du hast noch nicht genug Geld für ein Haus, aber es schaut so aus, als ob du in deinem Post, als ob in deinem Postfach der erste Auftrag wartet. Na dann gucken wir mal in den Laptop. Was haben wir denn da? Mail. Wir haben 25.000 Euro, das ist fast wie in echt. Mail. Sandra Ziegler, mein Ex-Mann hat die Heizung mitgenommen, schreibt sie. Guten Tag. Ich möchte gerne, dass Sie mein Haus wieder in Ordnung bringen. Bei Facebam sah ich, dass mein Ex in meine Wohnung eingebrochen ist und aus Rache verwüstet hat. Der Arsch hat sogar meine Heizung mitgenommen. Es kann sein, dass noch etwas fehlt. Bringen Sie bitte meine Wohnung wieder in Ordnung und installieren Sie die Heizung sowie alles andere. Informieren Sie bitte nicht die Polizei. Ich werde selber nach meiner Dienstreise mit meinem Ex-Mann abrechnen. Liebe Grüße, Sandra Ziegler. Das nehmen wir an und dann reisen wir direkt dahin. Zu viele Betten, zu viel Platz einnehmen. Man könnte stattdessen den Platz für Vorräte verwenden. So, du hast einen Mob erhalten. Geil, Glückwunsch, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Du kannst so Dreck mit dem Mob reinigen. Das ist wunderschön. So, wir sind jetzt hier bei Sandra Ziegler zu Hause. Die ist natürlich... Alter. Alter. Sandra, was ist denn falsch mit dir? Die wird wahrscheinlich sagen, ja, das war mein Ex, das war ich gar nicht. Ich glaube auch. Lass mir die ganzen Dosen wegräumen hier, den Müll aufessen, alles wegkommt, zack, zack, zack. So, das ist kein Müll, das ist Müll. Und ihr seht, es ruckelt immer so ein bisschen. Das ist sehr, sehr schade, aber ich krieg's einfach nicht besser hin. Ich weiß nicht, warum. So, haben wir noch mehr Müll? Okay, Müll haben wir aufgeräumt. Dann nehmen wir jetzt den Mob und nehmen einfach einen trockenen Borsten-Mob. Zack, weg. Weg mit dem Dreck hier. Auch auf dem Tresen, auf dem Küchentisch, an der Wand kann man auch mal mit dem Mob einfach so machen. Ich halt auch über den Herd. Das geht einfach mit so einem Borsten-Mob, ist gar kein Problem. Das kennt man ja. So. Huch, du entwickelst dich. Nimm dein Tablet und bestimme, wofür du die erworbenen Fähigkeitspunkte verwenden möchtest. Was? Ich habe Fähigkeitspunkte? Aufräumen. Scharfsinniger Blick. Kann ich noch was? Zerstörung. Malen. Bauen. Goldenes Händchen. Okay. Achso, das kann ich gar nicht verbessern. Du siehst einige der Verunreinigungen auf der Minimap. Du siehst die Mehrheit der Verunreinigungen auf der Minimap. Du siehst alle Verunreinigungen auf der Minimap. Aufräumen geht schneller. Guter Mob. Ultra hipper Mob 2018. Wirft den Müll in Reichweite weg. Ich nehme jetzt hier den Mob. Komm. Oh, geil. Ich habe einen besseren Mob jetzt. Geil. Damit geht das alles viel besser. Wirft der Mob jetzt auch die Dings weg? Nee. Ich dachte, der Mob wirft jetzt auch den Müll weg. Okay. Huch. Dein Tablet. Nun steht dir ein Tablet zur Verfügung. Drücke Tab, um es herauszunehmen und wieder einzupacken. Mit Tablet kannst du Sachen kaufen. Das ist bei der Arbeit echt hilfreich. Ich möchte aber gerade gar nichts kaufen. Ich möchte die erstmal sauber machen. Hier auch überall. Ah, die hat ihre Tampons vergessen gehabt. Die gute Sandra. Das ist natürlich sehr, sehr schade. Okay, irgendwo gibt es noch eine Beschmutzung, die ich reinigen muss.
Was ist denn hier? Ah, uiuiuiui. Ja, ich sehe die Beschmutzungen. Im Bad. Eieieiei. So, Aufgabe in anderen Räumen. Hier im Wohnzimmer gibt es auch noch Beschmutzungen. Ich mache mal die Tür zu. Die Tür ist sauber, der Kühlschrank ist sauber. Wo ist der Dreck? Zeig dich, du Dreck. Ich sehe keinen Dreck. Reinige die Beschmutzungen. Irgendwo ist in diesem Raum noch etwas schmutzig. Der Herd ist sauber, die Wand ist sauber. Dunstabzugshaube, das ist natürlich immer sehr, sehr schön. Hier ist noch Dreck. Zählt der? Nee. Okay, Bett, das sind natürlich andere Flecken, das sind natürlich keine Blutflecken. Ich kann auch hüpfen, das ist sehr schön. So, hier gibt es jetzt echt immer noch... Hier habe ich erst 25% des Drecks beseitigt. Vielleicht muss ich mal das Sofa mal bewegen. Stellen das mal dahin. Unterm Sofa ist aber nichts, okay? Stellen wir das Sofa wieder so als Raumtrenner hier rein. Wir könnten mal... Das stellen wir mal hier drauf. Ich weiß nicht, ob das da hin soll. Den Stuhl stellen wir da so hin. Das ist alles sehr, sehr eng hier bei der Sandra. Guck mal, dass wir den Tisch einigermaßen gerade da hinkriegen. Den Stuhl, ja, da kommt halt keiner an den Herd, aber das ist ja nicht so schlimm. So. Ach da, guck mal, die Spüle. Kann ich irgendwie die Spüle anziehen? Ich kann die Spüle nur aufmachen. Ah, jetzt geht die Spüle auch wieder zu. So, dann wischen wir auch einmal mit dem super hippen Mob hier durch die Spüle. Alles gar kein Problem. So, und die Heizung wurde mitgenommen. Das heißt, ich muss jetzt hier Shop. Gibt es hier ein Heizungsding? Okay, ich suche einfach mal nach Heizung. Heizung. Große Heizung, Heizung. Kostet 37,20 Euro. Kaufe ich, habe sofort in der Hand. So, zack. Da hängt sie an der Wand. Jetzt müssen wir hier das Ventil noch rein und die Muttern anbringen. So, und dasselbe oben. Oben ist auch noch der Regler dran. Ich hatte, glaube ich, noch keine Heizung, wo der Regler nach oben stand. Bei mir standen die immer nach vorne. So, Heizung an, wunderbar. So, ich glaube, ich habe alles fertig gemacht. Der Auftrag ist 100% beendet. Klicke auf den Hotkey, um den Auftrag abzuschließen. 100% des Auftrags erledigt. Du kannst den Auftrag jetzt für 655,03 € abschließen. Der Auftrag ist nicht abgeschlossen. Möchtest du ihn wirklich zu Ende führen? Beenden. So, viele Regale, Platz für Vorräte. So, wir haben unseren ersten Auftrag abgeschlossen. Wir haben ein bisschen Geld bekommen. Und sind wieder in unserer schönen... Kann ich das eigentlich sauber machen? Ist das Dreck? Oder ist das einfach nur kaputtes Holz? Okay, ist einfach nur kaputtes Holz. Verwittertes Holz quasi. Was war das? Einen Moment. Ist gerade irgendwie mein Kopfhörer ausgegangen oder was? Da höre ich wieder. Was? Gerade ist mein Kopfhörer aus Versehen ausgegangen. Ich habe keine Ahnung, warum, was das soll. Oh, aber der Stuhl. Da sind natürlich Kackflecken drauf. So, einmal über den Tisch wischen hier, zack. Ist da Dreck an der Wand? Nee, ist kein Dreck. Okay. Schauen wir mal, was wir haben. Wir haben noch zwei Mails. Hallo? Wir haben Caroline Smith, bitte räumen Sie die Garage auf. Und Jens Grachner, bitte bringen Sie die Heizung an. Wir lesen erstmal Caroline. Hallo, kurz gesagt, die Garage muss entrümpelt werden. Bitte werfen Sie alle Kartons und den ganzen Müll sowie die alten Reifen weg. Vergessen Sie auch nicht, die Fenster zu putzen. Die Werkzeuge sollen so bleiben, wie sie sind. Mein Mann mag es nicht, wenn man sie umstellt. Ich weiß leider nicht, wie viel ich dafür kriege. Wir machen das mal. Wir gehen mal eine Garage aufräumen. Es wäre schön, eine Sauna im Haus zu haben. Weiß ich jetzt nicht. Brauche ich nicht unbedingt. Okay, so. Da ist die Garage. Kann ich hier direkt rein? Oder muss ich durch die Wohnung? Nein, ich kann hier rein. So, wir wischen direkt mal. Auch die Reifenspuren gehen natürlich direkt weg, wenn man da einmal mit dem Mob drüber geht. Wer kennt das nicht? So, la la la. Ich habe, glaube ich, noch gar nichts. Oder kann ich mit dem Mob einfach die Fenster reinigen? So, erstmal hier ein bisschen Müll wegwerfen. Zack, zack. Das brauchen wir nicht. Wir sollen ja kein Werkzeug wegwerfen. Beziehungsweise noch nicht mal umstellen, das Werkzeug. So, die alten Reifen kommen auch alle weg. Nee, das ist... Das brauchen wir noch, der Mann hier. So, so, so. Alter, wie viele Reifen hatten der hier drin? Soll ich verarschen? Kann ich nicht wegwerfen. Ne? Die Reifen leben noch. Oh mein Gott. Komm her, du Reifen. Der Müll. Der Müll. Der Müll.
Aha, okay. Einige Reifen sind gut, andere sind schlecht. So, dann haben wir den Müll aufgeräumt. Sehr gut. Dann wird jetzt noch gewischt hier. Die ganzen Urinflecken, die sind alle ein bisschen inkontinent hier. Ich weiß nicht, ob sie das war, die den Auftrag gegeben hat, oder ihr Mann. Vielleicht war es ihr Mann und sie hatte einfach, um ihm da kein schlechtes Gewissen quasi zu machen, kein schlechtes Gefühl zu geben. Der schämt sich ja ein bisschen dafür, dass er inkontinent ist. Aber das ist normal, das geht ja jedem so. So, wir müssen noch die Fenster reinigen. E-Fenster reinigen, okay. Gedrückt halten, um zu reinigen. Ach, wie cool. Whee! Yay! Brumm, brumm. So, Fenster sind gereinigt. Aufgaben in anderen Räumen, keine Aufgaben. Das heißt, wir sind hier schon fertig. Das ist sehr gut. Dann schließen wir den Auftrag ab für 397,70 €. Sehr schön. Den beenden wir. Eine Pflanze für jeden von uns, ja? Was sind das für alte Menschen da? Eigene Fotos und Bilder. Hast du bemerkt, dass du unter Galerie auf dem Tablet ein beliebiges Foto von der Festplatte laden und es als Plakat oder Bild an die Wand hängen kannst? Du kannst auch den Fotoapparat benutzen, um Fotos im Spiel zu machen und sie auf deiner Festplatte zu verewigen. Das möchte ich beides gerade nicht. So, wir machen hier auf, gehen wieder zu Hause, Tür zu. Wunderschön. Work means victory. Ja, genau. So, was haben wir denn jetzt noch hier? Wir haben noch Jens Krachner, bitte bringen Sie die Heizung an. Amanda Johnson, amarantrote Wände. Markus Seifert, Vorbereitung für das neue Familienmitglied. Wir machen erstmal Jens Krachner. Der hat quasi als zweites geschrieben. Wenn ich für etwas zahlen soll, dann muss ich voll zufrieden sein oder ich zahle einfach nicht. Der Winter kommt und in meinem Haus gibt es keine Heizung. Montieren Sie sie. Alles klar. Wir gehen Heizung montieren. Wenn ich zu Hause eine Sauna hatte, wäre das toll, ja. So, guten Tag. Ist eh keiner da. Die sind immer alle nicht da, wenn ich komme. So, in der Küche habe ich keine Aufgaben. Alles klar, dann gehen wir wieder raus. Warte mal hier. Hier muss eine Heizung hin. So, wir haben die Heizung, glaube ich, noch aktiv. So, kaufen eine Heizung. Zack, dran. Einmal montieren. Das untere Ventil. Das ist echt ein Spiel für so Handwerksdeppen, wie ich einer bin. Die fühlen sich dann mal richtig gut, dass die irgendwie, ne? So, das Baby hat jetzt also eine Heizung, das ist sehr schön. Dass sie mal was hinkriegen, quasi. So, hier brauchen wir auch noch eine Heizung. Warum? Ich will im Shop bleiben. So, ich kaufe eine Heizung, ich bringe sie an, ich montiere sie. Ach, schön. Wenn das alles so einfach wäre, dann würde ich auch häufiger Heizungen installieren. Aber... Zack. Zack. So. Hier, Tür zu. Was haben wir hier? Okay, die ist ja fertig. Muss hier noch was montiert werden? Nee. Ist hier was montiert? Ah, das ist wieder die Küche. Was ist hier? Hier ist draußen, ne? Ja, das ist draußen. Da will ich nichts montieren. Draußen montiere ich nichts. Oh, Badezimmer. Okay, was muss hier? Spülbecken kaufen und montieren. Okay. Also, ich drehe erstmal auf. Hoffentlich war das Wasser abgedreht, sonst kommt mir jetzt alles entgegen hier. So, machen wir Heizung, machen wir mal weg. Haben wir denn irgendwo Badezimmer? Nee, doch, Badezimmer. Einbauspülbecken, Waschbecken mit Schrank, Bargo. Ich weiß nicht, kriege ich das irgendwie wieder zurück, wenn ich das jetzt hier irgendwie kaufe? Das sieht ja ganz schön aus. Das möchte ich jetzt kaufen, das möchte ich jetzt hier anschließen. So. Nein. Muss ich irgendwas machen? Achso, montieren. Okay. So, wir drehen diese Dinger rein. Ich habe keine Ahnung. Nutflansch 517. So, einmal den Penisschlauch drauf. Hier die Dings anziehen. Dann, was? Dann, ich weiß nicht, was er jetzt will. Ach, hier oben. Achso, das sind die Anschlüsse. Natürlich, das habe ich gewusst. So, erstmal den schwebenden Schlauch daran, dann hier die Flansch anziehen, müssen wir gleich die Flex rausholen. So, zack. Hier machen wir noch so ein Ding drauf und hier machen wir noch so ein Ding rein und so ein Rohr rein. Und dann hier, was? Ach so, so rum, okay. So, hier unten, damit da nichts rausläuft und hier, dass das gut verbunden ist. So, hier fehlt aber noch ein Gerät. Das heißt, wir machen hier zu. Hier habe ich schon gesehen, das geht keine, da geht nicht die normale Heizung. Da muss echt eine Badezimmerheizung her. Sonst geht das gar nicht. So, die ist aber nicht im Badezimmer, sondern die war... Wo war die? Hier, Heizkörper fürs Bad ist irgendwie bei Anschlüsse.
Und es heißt Heizkörper, alle anderen heißen einfach nur Heizung. Das ist, wenn man eine Heizung sucht, findet man die gar nicht. Es muss nämlich dieses Ding sein. So, zack. So ein Ding hatte ich auch noch nie. Aber ist das gut? Ist das gut, um irgendwie Handtücher zu trocknen oder so? Ich weiß es gar nicht. Weil wenn man das so schön beheizen kann, dann werden die Handtücher ja wahrscheinlich etwas schneller trocken. Achso, hä? Achso, erst anklicken, damit die Muttern schwarz werden. Das ist immer sehr wichtig. So, und dann direkt aufdrehen. So, wir haben alles fertig. Dann machen wir noch die Tür zu hier. Als wäre niemand da gewesen. Und dann auf Wiedersehen. 678,43 Euro. Sehr gut. Musik, das Geräusch eines Fernsehers. Mehr davon. Mehr. Mehr. Okay. So, hallo. Home sweet home. Aua, aua. So, was sagt die E-Mail? Was haben wir als nächsten Auftrag hier? Hallo? Mail. Amanda Johnson, Amaranth, rote Wände. Bonjour. Ich würde gerne dem doch recht schlichten Haus, welches ich gekauft habe, ein wenig mehr künstlerisches Ambiente verleihen. Ich hätte gerne einen Teil der Wände in Amaranthrot. Die restlichen Wände würden perfekt in Grau aussehen. Ach, hätte ich fast vergessen. Können Sie auch die kaputte Steckdose reparieren? Im Voraus, merci. Amanda Johnson. Wir brauchen Amaranthrot und Grau. Alles klar? Ich hoffe, das steht da, welche Wand. Okay, gratuliere, du hast ein neues Werkzeug freigeschaltet. Nun kannst du die Wände mit einem Pinsel streichen. Du musst nur noch mit dem Tablet Farbe kaufen. Okay, hallo, ist eh keiner da. So, hier habe ich keine Aufgaben. Streiche mit den Farben Amaranthfarben des Abenteuer und Grau. Schön, nur leider vergessen, was. Auftrag Amaranthrote abwechseln. Okay, wir brauchen also Farbe. Zieh hier. Wandlampen. Survival. Gummistiefel. Geil. Sonstiges. Das sind Mülleimer. Ein Hase. Oh, wie süß. Ein Kaninchen. Ein Teddybär. Gibt's da Farben? Ich brauche Himbeeraura. Nee. Was ist denn Amaranthrot? Das ist eine Farbe, die kenne ich gar nicht. Amaranthfarbenes Abenteuer. So, ich stelle jetzt hier hin. So, dann können wir streichen. Farbe nachgefüllt. Streichen mit. Ich habe keine Ahnung, welche Wand jetzt hier amaranthrot werden soll. Vielleicht darf ich mir das auch aussuchen. Welche Wand wäre denn schöner amaranthrot? Die, auf die man guckt, wenn man reinkommt, würde ich sagen. Also, muss ich gedrückt halten, natürlich. So. So schön. Machen wir alles hier amaranthrot, natürlich. Hallo? Was ist denn mit meinem Kopfhörer los? Warum geht denn immer meine Kopfhörer aus? Ganz, ganz seltsam. Muss ich gleich nach der Folge mal gucken. So. War es doch eine schöne Farbe. Dafür, dass ich sie nicht kannte, ist Amaranthrot doch eine relativ hübsche Farbe. Ich kenne halt nur Rot. Rot ist Rot. Oh, habe ich schon fertig gestrichen? Nee. So, da haben wir noch. Oh. Warum nicht reicht ein Eimer? Sonst können wir den nachher nochmal nachkaufen. Ja. So, wir montieren die Heizung auch nicht ab oder so. Wir streichen einfach quasi durch die Heizung durch. Das können wir. Ist ja gar kein Problem. So. Ist das auch noch zum Streichen hier? Oh. Streiche ich die Fensterrahmen auch? Ist das der Fensterrahmen überhaupt? Was habe ich denn da gestrichen? Ich weiß es nicht. Aber da gibt es noch irgendwas zu streichen. Ah, das ist ein kleiner Futzelnüppel. Alles klar. Und warum soll ich die anderen Wände in Grau streichen? Die anderen Wände sind ja quasi schon grau. Will die einfach nur neu gestrichen haben. Ja, okay. So. Also ich muss sagen, Streichen ist beim Umzug, beim Renovieren eins meiner meist gehassten Dings. So, 20 Minuten kleiner Verbrauch bei Farbe. Streichen schneller, streicht zwei Wände zeitgleich. Ich möchte zwei Wände zeitgleich streichen. Also, wieder keine Farbe. So. Macht aber gar nicht. Ach doch, da macht er.
wieder Farbe nachfüllen. Ich hoffe, ich mache den Teppich hier nicht dreckig. Das wäre nicht ganz so schön. Auch hinterm Sofa gehen wir einfach mit der riesen Streichrolle hier hinter das Sofa. Ist gar kein Problem. Möchte ich das denn so? Wie macht er das denn so? Okay, das mit dem Doppelstreichen ist nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ich möchte den Herd nicht aufmachen. Nur am Herd vorbeistreichen. Ich glaube, ich streiche jetzt häufiger mal über Dinge drüber, die ich schon gestrichen habe. Aber so ist es halt, ne? Was? Gedrückt halten, auf Wegwerfen ändern. Okay, die Farbe. Okay, jetzt muss ich neue Farbe kaufen. Nochmal amaranthfarbenes Abenteuer, bitte. Ist gut, dass das sofort ja nach Hause geliefert wird, quasi. Ich muss also nicht vorher gucken, was brauche ich. Was muss ich einpacken für den Auftrag? So, die Wand ist da jetzt gestrichen, oder? Haben wir das schon? Ich weiß es nicht. Ja, doch, das hatten wir schon. Das haben wir aber noch nicht. Ah, ich muss sie doch nie. So. Jetzt haben wir eine Farbe in Amarantrot. Er kann erstmal weg. Wir brauchen jetzt irgendwie Grau. Müssen wir mal gucken. Dass wir auch eine graue Farbe. Da ist Grau. Ich muss jetzt die anderen mit Grau streichen, ja? Ah, okay, ist ein anderes Grau, jetzt sehe ich's. Alles klar, die Katze nascht gerade in der Küche. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Katze holt quasi gerade ihr Frühstück. So. Ja, es scheint, dass einige Aufträge ja manchmal auch länger dauern. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Vielleicht hätte ich doch skillen sollen, dass der mehr Farbe hält quasi. Aber vielleicht kriegen wir gleich noch einen Skillpunkt. Ich habe keine Ahnung. Sieht man das hier irgendwo? Ich glaube nicht. So, nochmal neue Farbe rein. Ah, ich glaube, das ist ein sehr, sehr entspannendes Spiel. Also, ne, wenn man irgendwie einfach mal so ein bisschen runterkommen will, ein bisschen so Gefühl haben, dass man irgendwas tut, einfach so entspannen, ein bisschen heimwerken, ein bisschen streichen, ein bisschen aufräumen, was auch sonst noch kommt, keine Ahnung. Hallo? Achso, ist schon wieder voll. So, leer, meint. Ist schon wieder voll. Der Eimer ist voll. Der Eimer ist voll. So. Da muss noch. Da muss auch noch. Warum meint er jetzt da und da? Das ist doch Quatsch. Also. Oh, neue Fertigkeitspunkt verfügbar. Ich muss mal kurz husten. Einen Moment. So. So, jetzt glaube ich, jetzt nehme ich hier weniger Verbrauch. So, wenn ich weniger Farbe verbrauche. Das ist, glaube ich, ganz vorteilhaft. So, Farbe rein. So, okay, da kommen wir auf jeden Fall schon mal mehr Wände mit lang. Das ist ganz gut. So, da war noch nicht. Und da und da. So. Hallo? Nein, ich möchte nichts transportieren. Ich möchte nur streichen. Ich möchte einfach nur hier streichen. Hallo? Nein.
Ich muss das doch nicht abmontieren, oder? Ich muss hier sonst auch nichts abmontieren. Ah, ich kam von hier unten ran. Achso, okay. So, dann muss wahrscheinlich noch die Decke gestrichen werden. Das ist ja das Schlimmste. Decke streichen ist das Schlimmste. Muss ich die Decke streichen? Ich kann die Decke gar nicht streichen. Ich kann die Decke nicht streichen. Okay, aber wir sind hier noch nicht fertig. Streichen mit den Farben und Grau. Ach, hier. Ah, hier habe ich schon vergessen. Natürlich. Also über Kopf streichen an der Decke, das ist echt zum Kotzen. Das habe ich immer am meisten gehasst. So 99%, irgendwo fehlt noch ein Fitzel. Irgendwo fehlt ein Fitzel. Ich weiß natürlich nicht, ob es der graue Fitzel ist, ob es ein... Ah, hier. Da vielleicht. Hallo? Ne, immer noch 99%. Das geht gar nicht. Wo fehlt denn jetzt noch was, was wir nicht gestrichen haben? Da. Ha, sehr gut. Okay. So, die lassen wir einfach hier stehen, würde ich sagen. Aufgabe in anderen Räumen, irgendwann müssen wir noch irgendwo Steckdosen montieren oder so. Montiere die Geräte. Steckdosen, das ist ja was ich fast auch kann. Ich bin ja immerhin halber Elektriker. So, wo sind denn hier Steckdosen? Da sind Steckdosen. So, ich montiere eine Steckdose. Oder auch nicht. Muss ich erst eine kaufen? Hallo? Ich guck mal, ob ich erst eine Steckdose kaufen muss oder so. Anschlüsse? Nee. Die Anschlüsse. Achso. Ist das bei Strom oder irgendwas? Nee. Anschlüsse. Heizung mit einem Lichtschalter, Standardlichtschalter. Nein, das ist es nicht. Lampenpaneele, Pflanzen. Stühle, Survival. Warte, ich suche einfach mal Steckdose. Nee. Steckdose gibt's nicht. Holzklotzbrücke mit Sternen. Wie geht das? Heißen Steckdosen vielleicht anders und nicht Steckdosen? Da geht schon wieder mein Headset aus. Montiere die Geräte. Lass mal aufs Bett springen. Ah, kann man Licht anmachen, das ist sehr schön. Ich weiß nicht, was der hier gerade von mir will. Ach, die Schraube muss natürlich raus. Na klar. Natürlich. So. Das sind Schrauben. Ich habe gedacht, das wären einfach nur dunkle, schwarze, tiefe Löcher. Okay. So. Eine Phase. Die andere Phase und die Erde. So, haben wir das angeschlossen. Dann kommt das wieder rein. Schrauben wieder dran. Der Deckel drauf. Und noch eine Schraube dran. So, damit sind wir auch damit fertig. Nee, Aufgabe in einem Raum 1 von 2. Okay, es fehlt also noch irgendwo irgendwas. Ich komme hier nicht durch. Ach, die ist zu. Ich komme hier nicht durch. Hier muss ich auch was montieren. Wo ist hier die Steckdose? Wo ist die Steckdose im Kinderzimmer? Da. Ah, wie sehen die denn aus, Alter? Ach, da oben. So, raus damit. So, eine Phase. Das Kabel ist nicht durchgängig. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Das Kabel ist auch ziemlich
verdröselt. Ich glaube, das ist auch nicht gut. Naja, ich sag mal nix. Was ist los mit den Kabeln? Das ist nicht gut für die Kabel, wenn ich mal so sagen darf. So, rein damit. Schrauben rein. Schrauben rein. Deckel drauf. Schrauben rein. So. Damit sind wir fertig. 100% beendet. Dann schließen wir den Auftrag ab. 935,76 €. Sehr gut. Gefährlichen Gegenständen widersetzen wir uns mit ganzer Kraft. So, das soll es also für die erste Folge gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch viel Spaß bereitet. Ich glaube, ich nehme jetzt noch eine auf und dann mal gucken, wie wir das weitermachen. Ob wir das im Stream weitermachen, ob wir das Let's Play weitermachen oder ob ich das einfach privat irgendwie so zum Spaß spiele. Wir schauen mal. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei House Flipper. Macht's gut. Tschüss, Jan.